Wie erkenne ich nun Hartmetall? Wenn man kein professionelles Analysegerät zur Hand hat, um zu testen, ob es sich bei dem Metall um Hartmetall handelt, dann gibt es vor allem auch drei Indikatoren, anhand welcher man sehen kann, ob es sich um Hartmetall handelt oder nicht. Das ist erstens das Gewicht. Hartmetall ist um einiges schwerer als gewöhnlicher Stahl. Wir haben hier einen Bohrer aus Hartmetall, der wiegt in etwa 200 Gramm. Ein Bohrer mit vergleichbarer Größe aus HSS wiegt in etwa 100 Gramm. Das heißt, Hartmetall ist circa doppelt so schwer wie gewöhnlicher Stahl oder gehärteter Stahl. Wir haben den Glastest, den darf ich kurz vorführen. Wie gesagt, ist Hartmetall extrem hart und aufgrund dieser Härte ist es mit Hartmetall auch ein leichtes, Glas zu zerkratzen. Man sieht hier, ich kann ohne hohen Aufwand in diese Glasflasche relativ leicht tiefe Kratzer hinterlassen. Wenn ich mit einem gewöhnlichen Stahlbohrer versuche, hier Kratzer in das Glas zu bringen, gelingt mir das nicht. Stahl ist schlicht nicht hart genug, um Glas zu zerkratzen. Und auch gehärteter Stahl, ein HSS-Bohrer zum Beispiel, ich kann Spuren hinterlassen, aber es fällt um einiges schwerer und ich kriege nicht wirklich tiefe Kratzer in das Glas, weil eben Stahl und gehärteter Stahl zu weich sind, um Glas zu zerkratzen. Der dritte Indikator, um Hartmetall zu identifizieren, ist auch der Einkaufspreis. Nicht nur in der Verwertung ist Hartmetall um einiges mehr wert als Stahl und gehärteter Stahl, sondern auch im Einkauf sind Spezialwerkzeuge aus Hartmetall um ein Vielfaches teurer als gewöhnliche Bohrer oder HSS-Bohrer. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Überblick über das Thema Hartmetall geben. Wenn Fragen offen sind, bitte einfach in den Kommentaren posten. Ich freue mich darauf, sie zu beantworten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.